Aber einmal, da musste mein Großvater die Pferde auch noch mal füttern und suchte was zu trinken. Und dann sind wir ein bisschen abgebogen auf so eine Waldlichtung. Und hat er dann die Pferde getränkt. Und auf einmal kam ein Tiefflieger rüber, ein russischer. Und meine Mutter nahm uns zwei nur und schmiss uns und sich selber auf den Boden. Und dann fing der an zu schießen. Großen Kreis um uns geschossen und auch um das Fuhrwerk. Aber die Pferde hatte mein Großvater, der stand da, Pferde festgehalten und die haben auch einigermaßen stillgehalten. Hat seine paar Runden gedreht um uns und dann ist er wieder fort.